Es ist mal wieder an der Zeit für ein weiteres Interview hier auf Jungle Drum Radio. Zu Gast ist heute der Stefan Sasse bei uns und er betreibt das Blog Öffinger Freidenker, zusammengeschrieben und mit OE, also öffingerfreidenker.blogspot.de. Hallo Stefan. Hi. Ja, ich bin der Josch und darum geht's heute. Im Internet stoßen gerade politische Blogs zwar größtenteils in dieselbe Richtung, aber im Grunde ist ja jeder für sich ein Einzelkämpfer. Es wird zwar auch debattiert, vor allem in Foren und auch im Kommentarbereich, aber eben immer im Anschluss an einen Beitrag. Und dabei könnte das ja auch vorher schon stattfinden. Und das Ergebnis oder die Ergebnisse dieser Debatte, die könnten dann in die Beiträge mit einfließen. Und genau darum geht es dem Stefan, soweit ich das verstehe. Ist das richtig? Ja, zumindest zum Teil. Also das ist eine der Intentionen, die wir haben, jetzt mit diesem Neustart, den wir gemacht haben. Das Öffinger Freidenker war ja bisher mehr oder minder ein Single-Autoren-Blog, das ich größtenteils in Alleinregie betrieben habe mit gelegentlichen Gastbeiträgen. Und ich habe mich jetzt entschlossen, das Ganze quasi auf eine neue Stufe zu stellen, auf eine neue Basis und das Ganze zu einem echten Multi-Autoren-Blog mit einer gleichberechtigten Fünf-Mann-Redaktion auszubauen, sodass zum einen die Bandbreite der Beiträge einfach höher wird und wir quasi nicht immer nur über dieselben, weil von mir kommenden Ideen diskutieren, auch gerade in den Kommentaren, sondern dass es eben widerstreitende Ideen gibt, dass die Autoren zu dem gleichen Thema Beiträge mit völlig unterschiedlicher Stoßrichtung schreiben können und dass es dann eben zu einem viel fruchtbareren Gedankenaustausch kommt. Das war es ja auch schon dann mit dem Interview. Du hast nämlich gerade sämtliche Fragen vorweggenommen. Das heißt, eine haben wir noch. Und zwar gab es da ja einen Prototypen zu, ein sogenanntes Debattenexperiment mit Tobias Fuentes. Worum ging es denn da? Ja, das war die Idee. Ich hatte einen größeren Beitrag geschrieben zum Thema Staatsschulden und warum es so unglaublich schwierig ist, Staatsschulden abzubauen, weil das so eine Dauerdebatte ist quasi, wo die meisten Leute immer sagen, oh, wir müssen unbedingt Staatsschulden reduzieren, aber warum das nie klappt, das ist irgendwie nicht so wirklich klar. Da bleibt man dann immer bei solchen Billigerklärungen, so nach dem Motto, ja, Politiker können halt nicht sparen. Aber dass da ganz andere und vergleichsweise komplexe Mechanismen im Hintergrund laufen, das war eben nicht bekannt. Und einige meiner Prämissen, die ich benutzt habe, um diese Argumentation aufzubauen, sind auf relativ starken Widerspruch von dem Tobias gestoßen. Und der Frank Lübbeding von Wie es aussieht hat uns dann angeboten, sein Blog, das eine etwas größere Reichweite hat als der Öffinger Freidenker, für eine Art Debatte zur Verfügung zu stellen, wo der Tobias quasi einen fundierten Gegenbeitrag schreiben kann, wo man dann so richtig einen Pro-Kontra hat und wo das dann dort diskutiert werden kann. Und ich fand, es war ein relativ beeindruckendes Experiment. Es hat sehr schöne Ergebnisse gebracht, also eine sehr anregende Diskussion auch in den Kommentaren. Und ich dachte mir, sowas brauchen wir eigentlich öfter. Und man möchte ja nicht ständig mit Gastbeiträgen bei irgendwelchen Leuten anklopfen. Und ich habe mir dann ein bisschen die Idee hin und her überlegt, habe überlegt, wen könnte ich mir da ins Boot holen und habe dann entsprechend das eben für mein eigenes Blog umgebaut. Genau, das wäre meine nächste Frage gewesen. Worum es dir dabei geht, wissen wir, aber wer macht denn jetzt alles mit dabei? Genau, also zum einen habe ich dann den Tobias Fuentes direkt ins Boot geholt. Das ist sehr interessant. Also der Tobias und ich, wir sind uns bei relativ wenigen Dingen einig. Also im Normalfall fetzen wir uns immer ziemlich, gerade auch in den Kommentarspalten. Er kommentiert schon relativ lange, ausführlich und auch konsistent beim Öffinger Freidenker und hat meine Beiträge öfter angegriffen und daran rumkritisiert und Punkte aufgedeckt, die seiner Meinung nach quasi nicht richtig waren. Und ich dachte mir eben, das ist gerade dieses, ich möchte nicht nur Leute in der Redaktion haben, die quasi auf demselben Stand sind wie ich, die auf dem gleichen Punkt sind, die die gleichen Ideen haben, sondern eben auch andere Sachen. Deswegen habe ich den mit eingeladen. Ein weiterer Autor, den ich mit drin habe, ist der Jan Falk. Den kenne ich hauptsächlich von Twitter. Der ist ebenfalls ein freier Journalist und schreibt sehr fundierte Beiträge, ebenfalls mit ziemlich interessanten Schwerpunkten teilweise. Dann habe ich den Theophil eingeladen. Das ist ein Der hat als einziger von diesen Autoren bereits selbst einen Blog, und der betreibt das Blog Theophils Blog. Und der ist ebenfalls so liberal, relativ stark auf marktwirtschaftliche Mechanismen und so weiter, was normalerweise nicht ganz meine Denkrichtung ist, aber eben auch für interessante Ideen sorgt. Und das letzte Mitglied ist der Jens, der ebenfalls in der Vergangenheit dadurch aufgefallen ist, dass er sehr fundierte Kommentare geschrieben hat und eben sehr gut nachdenkt und gut begründet. Ja, das sind dann die fünf insgesamt. Ja, fünf Leute, sechs Meinungen. Und wie soll da jeden schön cremiger Beitrag rauskommen?
Das wird es zu zeigen, wird zu zeigen sein. Also wir sind gerade mehr oder minder in der Ausprobierphase. Wir haben uns zusammengesetzt und geschaut, was möchten wir gerne haben, haben uns ein paar Mechanismen dafür überlegt, wie das grundsätzlich funktionieren könnte, wie wir das untereinander organisieren. Wir wollen ja mittelfristig auch auf eine eigene Plattform umziehen, die dieses Format auch technisch besser unterstützt, als es das aktuelle Blogspot-Format kann. Aber im Endeffekt werden wir in den nächsten Wochen und Monaten ganz viel ausprobieren und feststellen, was da davon funktioniert und was nicht. Letztlich geht es, denke ich mal, um journalistische Ausgewogenheit bei diesem Experiment. Ja, auch. Also es geht wirklich hauptsächlich darum, dass wir in der Lage sind, Sachen zu schreiben, wo man nicht einfach nur seine vorherrschende Meinung bereits bestätigt, also quasi ich komme da vorbei, um eine Meinung, die ich eh schon habe, nochmal bestätigen zu lassen, sondern dass man eben auch mit neuen Ideen konfrontiert wird, mit Ideen, über die man normalerweise nicht nachdenkt, weil es einfach nicht in der eigenen Denkspur drin ist. Ja, wenn ich links bin, denke ich normalerweise nicht großartig in marktwirtschaftlichen Kategorien. Und wenn ich so ein Marktwirtschaftler bin, dann finde ich im Normalfall alles Staatliche doof, ja. Und auf die Art und Weise wird man quasi hier gezwungen, auch die Gegenseite wirklich auch ernst zu nehmen, weil normalerweise würde ich halt nie bei einer entsprechenden Zeitung vorbeischauen, aber dadurch, dass das hier alles unter einem Dach ist, sage ich dann gewissermaßen, habe ich diese ganzen widerstreitenden Ideen, muss mir auch wirklich Gedanken da dazu machen und kann es nicht ganz so leicht einfach wegschieben als, das ist eh nicht meine Meinung, lese ich nicht, interessiert mich nicht, debattiere ich auch nicht. Das heißt, du möchtest einerseits sag mal eher Reibungsflächen schaffen, die sich aber nicht gegenseitig bekämpfen, sondern einander ergänzen. Ja, ganz genau. Also Reibungsflächen ist ein tolles Wort dafür. Genau das ist es. Also es geht wirklich darum, dass wir Debattenanstöße auch geben, ja, dass man einfach liebgewonnene Meinungen und Feststellungen und was man da alles hatte, auch mal auf den Prüfstand stellt. Weil das passiert einfach viel zu selten. Die Leute sagen, ich weiß eh, wie es läuft und lesen dann gewissermaßen nur noch das, was sie selbst bestätigt und alles andere wird einfach pauschal fertig gemacht oder einfach auch gar nicht konsumiert. Und das wollen wir gerne aufbrechen. Findest du denn, dass die derzeitige Berichterstattung im Netz unausgewogen ist und willst da was entgegensetzen oder bist du eigentlich ganz zufrieden damit, wie die anderen Autoren bloggen und willst einfach nur mal was Neues probieren? Wenn du von Berichterstattung redest, meinst du andere politische Blogs oder redest du eher von Online-Zeitungen, so wie Ich Spiegel rede, Online und so? nee, ich rede, also die Mainstream-Presse halte ich nicht für zitationsfähig. Ich rede wirklich über Blogs, wie beispielsweise Ad Sinistram oder den Spiegelfechter, nennen wir ihn auch mal, oder Hintergrund.de. Ich könnte jetzt ganz viele supergeile Blogs aufzählen. Aber jetzt die Frage nochmal, findest du das, weil die ohnehin alle immer einer und derselben Meinung sind, dass das etwas unausgewogen und sagen wir mal einseitig im Netz veröffentlicht wird, das Tagesgeschehen, das Aktuelle? Oder findest du, dass das schon sehr ausgewogen ist? Jeder hat seinen eigenen Standpunkt, steuert den ohnehin dazu und du willst mit deinem Projekt jetzt nicht irgendwie mehr Pluralität schaffen, sondern einfach nur was experimentell mal erforschen. Ja, teils, teils. Also ich meine, ich habe ja nichts gegen die Blogs, die du gerade auch genannt hast. Ich habe die ja praktisch auch alle in der Blogroll drin. Ich besuche die selber fast jeden Tag. Ich lese die auch sehr gerne. Ich wollte nur, also mehr Pluralität schaffen in jedem Falle. Also einfach, dass auch mal andere Stimmen in der Debatte gehört werden und wir nicht quasi unsere eigene Seifenblase aufbauen, in der wir uns immer selber auf die Schulter klopfen und feststellen, dass wir alles durchschaut haben und dass wir total clever sind und das inzwischen quasi erkannt haben, sondern dass wir uns zwingen, auch die Standpunkte der Gegenseite mal zu schauen. Und wenn ich da danach dann sage, nee, ich bleibe immer noch bei meinen Dingen, ich bin immer noch der Überzeugung, dass unsere Ideen, wie sie gerade auf dem Spiegelfechter oder sonst wo immer zu lesen sind, dass die immer noch die richtigen sind, dann ist das ja völlig okay. Der Weg ist quasi das Ziel. Es geht darum, dass ich sie wenigstens mal hinterfrage und dass sie mir nicht zur Gewohnheit werden. Ja. Und dazu soll das Ganze im Endeffekt einen Anstoß bieten. Naja, klar, und ein Brennschall steckt das andere an und dadurch kommt wieder Leben in die Angelegenheit. Wie kommuniziert ihr denn? Über Skype, Facebook, E-Mails oder trefft ihr euch? Wie macht ihr eure Debatten? Also wir haben bisher eine Mailingliste eingerichtet, über die wir hauptsächlich kommunizieren. Ein paar Leute habe ich auch im Skype drin und dann natürlich Twitter. Und wir haben so ein Google Doc, in dem wir die grundsätzlichen Strukturen gerade organisieren, also welche Artikel erscheinen, wann und solche Sachen. Aber wir sind wirklich noch in den allerersten kleinen Babyschritten da drin. Und wir haben ganz bewusst gesagt, wir fangen auf einem Level an, das so niedrig wie irgendwie möglich ist, mit so wenig Koordination wie überhaupt möglich, um quasi uns langsam steigern zu können und auszuprobieren,
was funktioniert und was funktioniert nicht. Weil solche Projekte scheitern häufig daran, dass man sich am Anfang überzogene Ansprüche stellt. Also quasi so, jetzt hocken wir führen für uns zusammen, wir gründen die deutsche Huffington Post und rollen alles auf mit mindestens 100.000 Visits täglich oder sowas. Und das ist ein sicherer Weg ins Desaster. Und deswegen haben wir gesagt, wir fangen ganz klein an und schauen einfach, entwickeln uns quasi Schritt für Schritt und schauen, was tut nicht. Sowohl für die Leser, also für das Format an sich, als auch in der Zusammenarbeit zwischen uns, weil wir haben zuvor noch nie zusammengearbeitet. Wir müssen quasi erstmal einen Modus finden, mit dem das halbwegs vernünftig funktioniert. Und zumindest unsere Mailingliste lässt sich schon mal ziemlich gut an und alles Weitere wird sich finden. Ihr macht es also der Natur nach, klein anfangen und dann wachsen. Ja. Genau, das ist zumindest der Plan. Ja, wir kommen eigentlich schon so langsam zum Ende von unserem Interview. Aber eine Frage hätte ich noch, und zwar interessiert mich deine Meinung zur Effizienz des politischen Internets. Und zwar wüsste ich gerne, findest du nicht auch, dass wir uns vielleicht in einem informellen Ghetto bewegen? Wie viel dringt eigentlich von unserer Arbeit nach draußen? Wer kriegt das überhaupt mit? Sind wir nur 1500 illustre Gäste, eine illustre Runde, die sich gegenseitig Beiträge zuschiebt und sich toll findet? Oder glaubst du schon, dass unsere Arbeit ein bisschen mehr bewirkt? Ich denke tatsächlich, dass wir in einer relativ kleinen Gruppe letztlich unterwegs sind. Also es bewegt sich schon in den Tausendern, aber das ist natürlich verglichen mit der Reichweite von gerade Spiegel Online oder so kaum zu vergleichen. Und ich denke auch, ich habe keine belastbaren Zahlen für sowas oder so, keine empirischen Studien darüber angestellt, aber das Publikum ist relativ ähnlich. Also die meisten Leute, die einen Blog lesen, lesen ja nicht nur eines, die lesen ja mehrere. Und also wer beim Spiegelfechter liest, der wird häufig auch mal bei Azinistram vorbeischauen, findet da vielleicht über einen Link in der Blogroll zu mir und von mir dann wieder zu irgendwem anders, vielleicht bei Epikur vorbei oder sowas. Und ich denke, dass die Gruppe insgesamt relativ klein ist und dass sie vergleichsweise wenig quasi Massenappeal hat, wenn du es so willst. Ich denke aber, was gerade ganz massiv kommt, ist, dass wir gerade auch über Twitter und dadurch, dass Twitter attraktiver wird für eine bestimmte Schicht, dass wir da Einfluss nehmen können auf diejenigen, die diese Debatten ebenfalls mitgestalten. Also vor allem auf Journalisten, die eben auch in den Mainstream-Medien arbeiten und die sich schon längst nicht mehr darauf beschränken, die eben auch auf Twitter aktiv sind, die da aktiv in Debatten eintreten über die Artikel, die sie eben geschrieben haben bei Spiegel oder bei der Süddeutschen oder sonst irgendwo, und dass auf die Art und Weise Wechselwirkungen entstehen werden. Also ich denke, die Wirkung von Blogs lässt sich nicht in den reinen Besucherzahlen messen, sondern da müssen wir quasi auch schauen, wer das liest und wer sich da dann unter Umständen ebenfalls davon beeinflussen lässt. Wobei Facebook einiges geändert hat an dieser Situation. Ich erinnere mich an einen Beitrag, den ich mal hatte, We Will Never Bomb Your Country, wo der israelische Grafikdesigner Ronny Etri den Iranern ein direktes Friedensangebot über Facebook gemacht hat und die sind darauf eingegangen und das hat eine Riesenwelle losgetreten. Ich hatte 35.000 Views an dem Tag oder zu diesem Beitrag. Und das ist schon ziemlich viel, denke ich. Das heißt, über Facebook verbreitet sich der Bloginhalt auch ganz gewaltig nochmal weiter. Ja, das ist durchaus möglich. Ich muss ehrlich sagen, ich bin mehr oder minder Facebook-Analphabet. Also ich habe weder einen Facebook-Account, noch kenne ich mich mit dem Ding allzu sehr aus. Deswegen kann ich da keine qualifizierten Statements dazu machen. Aber es hat bestimmt seine Möglichkeiten, gar kein Zweifel. Ja. Wobei ich bin auch kein Facebook-Experte, ich habe dort keinen Account, aber irgendeiner von denen hat mich geliked und dann habe ich nochmal 10 geliked und auf einmal habe ich 60 geliked und auf einmal waren es 300, die mich geliked haben und auf einmal explodierte das regelrecht. Also sowas hatte ich vorher und nachher nie wieder. Ja, ich denke, das werden wir in Zukunft öfter sehen. Das war jetzt auch mit dieser Sexismusdebatte und diesem Aufschrei, Hashtag auf Twitter, dass solche Massenphänomene, wenn sich sowas explosionsartig verbreitet, das wird wohl öfter passieren. Und wir haben jetzt gerade auch mit dieser Sexismusdebatte gesehen, dass auch die großen Medien sich dem nicht verschließen können. Dass auf die Art und Weise das Internet, was auch immer sich dahinter quasi verbirgt, die Möglichkeit hat, eigene Impulse zu setzen. Diese Impulse werden dann wieder von den Medien aufgenommen und größtenteils von denen verarbeitet. Aber nichtsdestotrotz, dieses Wechselspiel ändert sich gerade und es wird sich auch in Zukunft noch weiter ändern. In welche Richtung wird spannend sein zu beobachten. Ja, also ich erinnere mich an den schönen Hashtag Fuck You Berlin. Der ist richtig gut gelaufen. Gut, dann sind wir am Ende des Interviews. Wie immer möchte ich meinen Gästen ein Schlusswort erteilen, die also auch. Was hättest du gerne noch zu sagen? Was habe ich nicht gefragt?
Oh, das ist gut. Jetzt habe ich mir natürlich keine kleine Rede oder sowas zurechtgelegt. Aber ich denke, die Quintessenz ist wirklich, Pluralität zuzulassen, gerade auch in Gedanken, sich nicht einzuschließen, in seine eigenen Überzeugungen und die nie mehr auf den Prüfstand zu stellen, sondern immer zu gucken, ob man auch Leute findet, mit denen man nicht übereinstimmt, mit denen reden, mit denen debattieren und auf die Art und Weise gewissermaßen ein größeres gemeinsames Erzeugen, von dem dann auch alle profitieren können. Dann danke ich dir ganz herzlich, Stefan, dass du Ich danke. Zeit gehabt hast für uns. Und ich wünsche dir, deinem Blog und vor allen Dingen deinem Projekt allen Erfolg der Welt. Mach's gut. Vielen Dank. Du auch. Tschüss.